Hallöchen, ich wage nochmal den Versuch, euch mein Aufnahmetool vorzustellen. Das ist der MSI Afterburner. MSI Afterburner ist eigentlich ein Programm, was so die Grafikkartenaktivitäten monitort, wo man sich das quasi so anzeigen lassen kann, was macht dieses Ding eigentlich. Aber es kann auch direkt an der Grafikkarte Videoaufnahmen starten und das nicht nur für MSI-Grafikkarten, sondern auch für Grafikkarten wie die Nvidia GeForce 7950 GT, die ich hier nutze, die schon ein bisschen älter ist, aber für die älteren Spiele, wie es eben Jagged Alliance 2 1 ist oder auch Civilization 1 ist, reicht das vollkommen aus. Ich will euch mal kurz zeigen, wie das hier funktioniert. Wichtig ist dafür hier vor allem der Settings Tab, der Settings-Knopf. Und hier switchen wir eigentlich ganz schnell, ganz weit rüber zur Videoaufnahme. Hier gibt es eigentlich nicht so viele wichtige Einstellungen. Am wichtigsten, damit es losgehen kann, ist der Start- und Stopp-Knopf für Videos. Das ist jetzt hier die Grundeinstellung F9, habe ich auch so gelassen. Was die Aufnahme angeht, habe ich hier ein bisschen Kompression eingestellt, 85% Qualität. Man kann hier auch noch ein anderes Videoformat einstellen. Ich habe auch das Original oder die Originaleinstellung gelassen. Außerdem habe ich die Frames ein bisschen runtergedreht. 15 Frames per Second reichen vollkommen aus für Spiele wie Jagged Alliance 2 und Civilization, weil da gibt es eben keine großen Animationen, die dann eben irgendwie abgehackt aussehen würden, wenn man die Frames so weit runterstellt, wie sie hier in dem Fall runtergestellt sind. Ansonsten muss man hier noch den Ordner auswählen, wo die Videos gespeichert werden. Das ist hier eben der Ordner bei mir. Im Endeffekt kommen bei mir so Videos raus, die so haben so ungefähr 15, 15,5 Gigabyte die Stunde. An der Größe, also 15,5 GB pro Stunde Aufnahme. Was halt noch wichtig ist, ist die Audioaufnahme. Das macht mir ein bisschen Kopfschmerzen, weil da habe ich schon viele Probleme mit gehabt. Ich habe jetzt auch gerade beim Versuch, das hier vorzuführen, noch mal viele Probleme gehabt, weil ich ein bisschen hier dran rumgespielt hatte, weil mir das irgendwie ein bisschen unlogisch erschien. Aber ich bin jetzt wieder zu dem alten Setting gegangen, so wie ich das eingestellt habe. Und zwar habe ich quasi als Audioquelle 1, wir brauchen ja zwei Audioquellen, einerseits die Audioquelle vom Spiel, also den Spielsound. Und andererseits die Audioquelle vom Mikrofon, also was wir gerade sprechen. Und die müssen wir zusammenmischen. Hier unten ist quasi die Einstellung, dass es hier gemixt wird in einer einzelnen Datei und zusammen in einer Datei aufgenommen wird. Aber wir haben halt diese zwei Audioquellen. Einerseits habe ich hier dieses Direct Sound Aufnahmegerät eingestellt und nehme hier quasi den Mikrofon Sound auf. Und als zweite Audioquelle habe ich das Playback, dieses Waspi Playback-Gerät eingestellt und nehme hiermit quasi den Lautsprecher auf, also den Spielsound. Das ist meine Stimme, das ist der Spielsound. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wenn ich hier dieses Waspi-Aufnahmegerät nutze und nicht den Direct-Sound-Aufnahme, dann macht es Probleme. Ich weiß nicht warum, aber es ist anscheinend der Fall. Ja. Kann ich nur so wiedergeben. Ich weiß auch nicht, ob ihr dieses Waspi habt oder wie bei euch die Einstellungen sind. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier so lange rumgespielt, bis es geht. Im Spiel funktioniert es. Auch wenn ich schon manchmal Probleme hatte, dass mir der Sound weggebrochen ist, entweder vom Headset oder vom, also entweder vom Headset-Lautsprecher oder vom Headset-Mikrofon. Ich habe das aber eher darauf zurückgeführt, dass das die Audioeinstellungen noch nicht richtig belegt waren, weil ich irgendwie das Mikrofonkabel für das Headset rausgezogen hatte oder sowas. Naja, ich hoffe, das passiert jetzt nicht mehr, dass es irgendwie abbricht. Wenn es bei euch nicht funktionieren sollte, dann spielt hier ein bisschen mit rum. Wenn es funktioniert, dann bin ich ganz zufrieden damit. Auf jeden Fall funktioniert es jetzt so, wie ich es eingestellt habe.
Und was die Aufnahmen angeht, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden damit. Was den Speicherplatz angeht, der ist relativ groß, muss ich sagen. Aber damit kann ich leben. Ich habe eine freie Festplatte dafür. Nur für die Aufnahmen habe ich hier auch noch viele alte Aufnahmen rumzuliegen, die ich eigentlich inzwischen auch weghauen könnte, weil die sowieso schon auf YouTube liegen. Ja, gut. Das soll mein erster Part sein von dreien. Das ist quasi jetzt der erste Teil vom Aufnahmegerät. Ein zweiter Part soll dann noch entstehen zu meinem Videoschnittprogramm und Kompressionsprogramm. Das macht halt beides, Videoschneiden und Komprimieren. Da werden die Videos am Ende auf so Größen von 300 bis 500 Megabyte zusammengeschrumpft, die dann auch ganz relativ bequem hochzuladen sind auf YouTube. Und der dritte Part soll zum Programm, ja, über das Programm gehen, das ich dazu nutze, Dinge auf YouTube hochzuladen. Ja, und so viel erstmal zum ersten Part. Ich hoffe, euch hat diese Erklärung einigermaßen viel gebracht und wir sehen uns dann beim nächsten Part oder bei den Let's Plays. Tschüss.